Ich grüße alle Vogelliebhaber und Freunde der Harzer Edelrollerzucht. Heute wieder ein kleines Video hier auf Norberts Harzer Edelrollerzucht Kanal. Ja, ich hatte die Vögel ja letzte Mal in die Einsatzkäfige gesetzt und die waren da jetzt eine Weile drin. Ich habe sie alle abgehört. Ich weiß also, was jeder Vogel jetzt kann und was er singt. Ich habe es da alles aufgeschrieben. Und ich möchte die Vögel auch nicht so lange in diesen Käfigen lassen. Die sollen ja auch wieder fliegen. Viele meinen immer, die Vögel sind da ewig drin. Das stimmt aber überhaupt nicht. Die sind nur für die Gesangsphase drin, damit man feststellen kann, was die Vögel können. Ich habe dann natürlich mir einige ausgesucht, wovon ich mir etwas verspreche, die ich dann mit denen weiterarbeite für die Ausstellungen. Aber das ist ja auch so mit den Ausstellungen. Wir wissen ja auch gar nicht mehr, ob die immer so stattfinden. Plötzlich heißt es wieder Vogelgrippe und es hört aus. Und deswegen wollte ich auch gar nicht so viele Vögel vorbereiten. Ja, dann habe ich sie jetzt hier stehen. Schon mal wieder vier Vögel. Die habe ich also hier mitgebracht. Die stehen da und die nehme ich jetzt da raus. Dann hole ich die nächsten. Muss hier alle hier hintragen. Und setze sie dann hier in diese Flugbox wieder ein. Das habe ich also vorher dann sauber gemacht. Das ist da frisches Buchenholzgranulat drin und das Wasser ist da auch frisch aufgesetzt. Und hier ist alles soweit gereinigt, dass die also da jetzt rein können. So, wieder mal die Kamera hier so richtig hinstellen. Geht gleich weiter. Ich habe hier dann noch einen Futterbehälter, wie ich ja immer erklärt habe, mit dem Rülpsen. Den hänge ich jetzt auch ein, der ist auch voll, so dass die hier auch wieder dran gehen können. Dann hängt das auch, die Tür mache ich mal zu und hier setze ich sie dann ein und dann können die hier durchfliegen. Ich nehme auch die Brennwand wieder heraus und dann haben die die ganze Länge wieder frei zum Fliegen. Ja, nochmal zu dem Futter. Ich habe also hier meine Futternäpfe, das habe ich ja schon mal gezeigt. Und da ist ja auch frisches Futter drin. Habe ich denn die andere Seite auch schon? Ja, die habe ich auch gefüllt. Da fehlt noch ein Behälter. Wo habe ich den denn? So, ich fülle dann immer so, hab so mein Maß raus, hier so die Ecke, da ist dann so viel drin. Und dann mache ich das dann auf der Fläche, verbreite ich das dann. Und dieses gehört dann auch noch hier unten rein. Dann ist die Fülle aufgefüllt. So, ja, das zur Fütterung. Da, was ich verwende, da ist hier eine neue Tüte. Hier, ich benutze die Tüten auch immer für den Abfall. Da kommt der Abfall rein. Und hier ist also eine neue Tüte mit Futter. Das Tütchen hat 20 Kilo. Komme ich immer ein paar Tage mit aus bei der Menge an Vögel. Und diesen Sack habe ich jetzt noch gekauft. Naja, Sack kann man auch nicht mehr dazu sagen. Es wird auch immer weniger, was drin ist und der Preis steigt immer weiter an. Ich habe ja auch eine Rechnung bekommen über das Futter. Man kann es viele gar nicht glauben. Also die eine Tüte hier, Kanarienzüchter, 20 Kilo, 35,99. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, dass ich da bei diesen Preisen die Vogelzucht doch verkleinern muss. Kann ich mich ja nicht beklagen. Die Vögel sind alle vorbestellt. Hier ist alles ausverkauft. Jede Feder. Vielleicht kommt noch jemand, der will auch noch wieder Vögel abholen. Weil ich sehe jetzt auch, ich muss mich ja auch mal von trennen und immer weiter füttern und so. Dieser Sack da, der ist ja in ein paar Tagen ist ja leer. Ne? Geht ja auch nicht so weiter. Ja, die Vogelzucht verkleinern, weil es sich nicht mehr lohnt, in Deutschland Vögel zu produzieren. So wie viele andere Dinge auch in Deutschland nicht mehr produziert werden. Die können natürlich, die Firmen gehen ins Ausland, das kann ich mit meiner Vogelzucht nicht machen. Aber ich denke mal, dass ich dann ein paar weniger züchten werde.
dann brauche ich auch nicht so viel Futter. Wenn ihr dann Vögel von mir haben wollt, wieder rechtzeitig vorbestellen, also zu dieser Jahreszeit oder sage ich mal im August, September, da ist es schon so weit, dass die alle vorbestellt sind. Wer dann erst reagiert und für nächstes bis Folgejahr Vögel haben möchte, hat dann keine Chance mehr, der kann dann nichts mehr kriegen. Ja, dann sind auch schon mal Leute gekommen, die wollten hier bei mir Vögel kaufen und haben mich dann auch noch gefragt, ob ich den Preis was machen kann. Natürlich kann ich den Preis was machen, ich kann sie noch teurer machen, das geht wohl, aber die meinten das ja bestimmt andersrum, ob ich sie nicht etwas günstiger abgeben kann, vielleicht für den Vogel für 15 Euro. Na, aber das geht also nicht, dann würde ich ja bei jedem Vogel noch reichlich Geld dabei geben, wenn ich den abgebe. Also das kann man nicht machen. Es ist ja nicht nur das Futter, es ist auch das Buchenholzgranulat, das so 15 Kilo Sack, der kostet auch schon 16, 17 Euro. Der geht dann schon mal bei einer Füllung drauf. Das Wasser wollen wir mal gar nicht rechnen, das kommt sowieso aus der Leitung, das ist jetzt nicht das, aber es ist ja auch das Benzin, ich muss ja auch hinfahren, muss mir ja mein Futter auch holen. Da ist die Futtermühle auch nicht gleich um die Ecke, das sind auch einige Kilometer. Und bei den heutigen Kraftstoffpreisen, es summiert sich halt, es bleibt also das eine nicht bei dem anderen. Und auch in der Zugphase ist es ja auch so, dass man den Vögeln ja auch entsprechendes Aufzugsfutter reinstellen muss. Sonst funktioniert das mit der Zucht nicht, sonst hat man auch einen Misserfolg. Wenn das alles, wenn ich das billigste Futter kaufe, klappt das auch nicht. Und Aufzugsfutter muss man also auch noch kaufen. Ja, so ist das halt. Jetzt gucken wir weiter, wie die Vögel da reinkommen. Ja, fange ich mal an. Nehmen wir hier unten. Der freut sich natürlich jetzt auch, wenn er wieder mal fliegen kann, aber gesund und so, das sieht sie ja an. Also da, na halt doch mal still, wenn du vor die Kamera kommst. Ne? Hat ein bisschen Angst, das ist so, jetzt kommt er hier rein, das wird er gleich machen, er wird an das Wasser gehen und dann wird er dort vielleicht auch baden. Das machen die dann immer sehr gerne, wenn sie dann hier den Katzentrinkbrunnen haben. Die stellen sich da regelrecht unter das Wasser und haben dann die Dusche von oben. Jetzt kommst du hier auch rein. Ich wollte ja durchfliegen. Machen wir das mal da doch wieder zu. Und die nächste. Und wir sehen dann schon mal die ersten vier wieder da drin. Alle, die bei mir Vögel bestellt haben, werden also demnächst kurzfristig auch die Nachricht bekommen, dass ich die Vögel verschicke. Ich wollte damit jetzt auch nicht mehr warten, bis es dann mal richtig kalt wird und dann haben wir wieder Frost und dann kann ich sie nicht verschicken. Es ist ja für die Vögel dann auch nicht so schön, wenn die dann mit der Nacht über Nacht transportiert werden und wir dann doch dann eises Kälte haben. Und jetzt ist es also ja Ende Oktober, Anfang November. Ich muss aber meine Weibchen noch sortieren. Die habe ich noch nicht sortiert. Hier ist auch wieder so ein schöner, mit so einem dunklen Kopf. Also das finde ich ja immer sehr schön. Und wenn ich dann die Weibchen sortiert habe, einige wollen ja auch Weibchen haben, wenn einer einen einzelnen Hahn oder zwei Hähne bestellt hat, das ist jetzt kein Problem. Die kann ich sofort verschicken. Weibchen muss ich noch sortieren. Die Weibchen sind ja auf der anderen Seite. Ich drehe das Ganze einmal um. Da sind die Weibchen alle untergebracht. Das sind alles die jungen Weibchen. Und hier sieht man auch, also ich habe die Vögel aufgeteilt, oben eine gewisse Anzahl drin. Und wir haben ja auch noch die Einzelsitze. Und unten ist das genauso. Ich mache das mal hier ab. Es wackelt jetzt etwas so. Unten sind ja dann die anderen hier drin. Aber es sind nicht so viele Vögel jetzt da drin, dass man sagen könnte, ja, die Flüge sind überfüllt. Also das ist nicht, ne? Also die haben immer noch die Möglichkeit, wenn sie hin und her fliegen, auf den Stangen auch wieder einen Landeplatz zu finden. Und da sind die nächsten, die ich schon geholt habe, die jetzt in den Flug reinkommen. Da sind ja die ersten vier drin, die kommen dann da noch nicht rein, weil da kommt ja auch noch mein Freund Wolfgang vorbei. Der möchte ja auch noch zwei Vögel haben. Der wird sich wohl dann davon zwei mitnehmen. Und die anderen, ich habe es jetzt nicht alles einzeln hier in den Käfig rübergetragen,
Das geht ja gar nicht so gut. Hier habe ich für den kurzen Moment hier in diese Transportbox getan. Da sind sie jetzt 5 Minuten drin. Jetzt nehme ich sie da alle raus und komme dann hier hinein. Ja, also für den kurzen Moment kann man das mal machen. Dann kann man sie mal so eng zusammen tun. Ja, nicht stundenlang da drin. Das waren ja wirklich nur ein paar Minuten. Und von dem einen Raum in den anderen zu bringen. So. Das Praktische bei den Türen ist, da sind innen Magneten und dann brauche ich gar nicht immer groß was machen. Zack, haften die an dem Magnet und die sind so stark, die kriegen die Vögel ja nicht auf. Ich mache dann mal weiter. So, der letzte ist auch drin. Dann kann die Kiste wieder weg. Ja, so wie ich es vorhin gesagt habe, die nehmen jetzt alle gerne mal ein kleines Bad. Das haben sie entdeckt. Das kennen die ja auch von vorher noch. Und das hatten die ja schon. Der geht halt auch so ganz runter. Das Wasser läuft ihm dann über den Rücken. Und die anderen da, die rechts da alle so sind, die haben wohl schon gebadet. Aber irgendwie sind so alle nass. Und das brauchen die auch mal, wenn die in den Gesangsbauern sind, da haben die ja das Wassernäpfchen außen dran. Da können die nicht so baden, da können sie vielleicht mal mit dem Kopf da ein bisschen rein, aber baden nicht. Und das ist jetzt hier mal wieder für die Möglichkeit, sich richtig mal auszutoben. Sollte man also immer wieder auch mal machen, die Vögel dann wieder in den Flug. Und in Temperaturen ist es ja auch gut. Wir haben ja hier so 17 Grad sind hier. Also so kalt ist das nicht. Kann man natürlich jetzt schön zugucken, wie die da baden. Wenn ich die Tür aufmache, dann weiß ich nicht, ob sie noch sitzen bleiben. Ob wir sie dann besser sehen. So, mal der Draht davor ist. Ist das so schlecht? Die fliegen aber wieder runter und fliegen da immer wieder dran. Und dann fliegen sie schon mal nach oben oder in die Einzelsitze und putzen sich dann und machen dann weiter nach der ausführlichen Dusche, kann man ja sagen. Ne? Das wäre eine Dusche. Keiner gönnt dem anderen was. So muss der eine den anderen dann immer wegjagen. Man muss alles für sich selber beanspruchen wollen.
Ja, da habe ich eine Kopfdusche genommen da. Ja. So geht das hier rund. Ja, gut, das soll dann von der Vogeldusche mal reichen. Das geht jetzt noch eine ganze Zeit so. Das macht den Spaß. Ich habe hier noch eine Leiste für diese Schiene da innen drin, weil ich ja da die Trennwand drin hatte. Diese Schiene hier, die muss da noch rein, weil da fällt dann Schmutz rein in die Schiene. Und wenn ich das nächste Mal die Trennwand reinschieben will, dann funktioniert das nicht. So gucken, die fliegen natürlich alle nach hinten. Wenn ich hier vorne bin, fliegen sie alle nach hinten. Aber sie sind da zu Gange, weil sie ja gebadet haben und putzen sich da noch und hütteln sich noch. Das mit der Gefiederpflege wird dann ja auch noch ausgiebig gemacht. Und also es sind jetzt nicht so viele Vögel drin, das kommt einem nur so vor. Weil wenn ich von der Seite hier reingehe, das ist ja nun mal ganz klar, da fliegen die alle da hinten hin. Da sind sie ja nicht verteilt. Ah ja. Ach, der Wolfgang ist da. Guten Tag, ich Guten bin Tag. Da, Norbert. Ja, dann Guten komm mal Abend. Rein. Prima. Du wolltest dir ja hier deine Vögel abholen. Richtig. Hallo. Dann habe ich das ja auch schon mal so ein bisschen vorbereitet. Ich habe ja die Vögel da alle schon reingetan. Das haben wir ja gerade alles gesehen. Ja. Und hier habe ich dann vier Vögel drin. Da sind ja welche, die du ja schon mal vorher ausgesucht hast. Richtig. Das ist der Nummer 41, der Nummer 31. Richtig. Oder da unten, der ganz unten, der hat auch so ein bisschen dunklere Federn, wenn dir der gefällt. Das kannst du dann alles jetzt entscheiden. Super. Welchen du haben möchtest. Ich sehe auch, du hast auch schon eine kleine Box mitgebracht. Das ist auch immer gut, wenn jemand was mitbringt. Dann kann ich da die Vögel dann gleich reintun. Ja, für die zwei Vögel ist die Box ja groß genug. Ja. Und bis zu dir nach Hause, das ist eine halbe Stunde mit dem Auto, da halten die das auch aus. Ich denke schon. Na? Ja. Und was meinst du denn? Sehr schöne Tiere noch. Ja, ja, die sind auch alle sehr kräftig. Ich kenne sie ja aus deinen Videos schon. Das ist ja immer tadellos. Genau, und jetzt ist es so, dass du ja selber auch in diesem Video erscheinst, ne? Ach, na. Ja, doch, na klar, ne? Die Leute wollen dich ja auch mal kennenlernen. Sind das links denn jetzt die Junghähne, die du aus dem Keller wieder hier rüber gebracht hast? Ja, das sind alles die Junghähne, genau. Ich habe sie ja alle abgehört und ich weiß, was jeder Vogel so singt und kann. Mhm. Alle ausstellen geht ja nun auch nicht. Nein. Und mich mit allem beschäftigen, das wird dann auch zu viel. Und es sind ja auch viele Leute, die Vögel vorbestellt haben und darauf warten, dass sie jetzt auch ihre Vögel kriegen. Ja. Und bevor dann es nochmal kalt wird und Frost wird, sollte das dann auch erledigt sein. Robert, du hattest in deinem Keller die Nummer 88, das war ein Scheck. Und einer, der ganz rechts unten saß, war das 51 oder 59? Ja, wenn ich das so wüsste. Es war ja 59, der Geschenkte. Ja. Ist der hier auch mit? Nein, der ist hier noch nicht mit dabei. Der ist das sind noch die besseren. Ja, ja, die sind noch da mit dabei. Die will ich mir noch ein paar Mal anhören. Schön. Und muss mich dann entscheiden, ob ich die prämieren lasse. Die haben hier alle gerade gebadet, das war also ganz lustig anzugucken. Mittlerweile sind sie fertig mit dem Bad. Ja. Gut, dann fangen wir hier zwei Vögel mal raus. Ja. Einen Vogel habe ich schon rausgefangen. Ja. Den hast du da schon drin. Und den zweiten, das ist der hier mit diesen, der hat so wunderschöne Federn. Ja. Das gefällt ihm, deswegen wird er den auch. Sagt haben. Man da nicht auch Schwalbe zu? Ja. Ja, fast. Das ist schon schön, ne? Ja. Ja.
sozusagen den Bauch anguckt. Also auch ein schöner Vogel. Wunderbar. Und dann kommt er da auch rein. Dann kannst du den jetzt mit nach Hause nehmen. Ne? Vielen Dank. Ja, die anderen Vögel hier, diese zwei dann, die du jetzt nicht ausgesucht hast, die nehme ich jetzt auch hier raus. Ja. Die sollen ja dann auch mitfliegen können. Kommen zurück in den Flug. Die kommen jetzt mal in den Flug. Die anderen haben ja gebadet. Der kommt jetzt raus, der mit rein. So. Und den hier unten, den nehmen wir auch heraus. Sie haben hier einen Sprintbrunnen laufen. Ja, dann sind sie gleich gerne dran. Ja. Gut, dann sind die auch dann drin. Ja, wunderbar. Dann drehe ich noch mal die Kamera einmal herum. Ja. Ja, liebe Vogelfreunde, jetzt kennt ihr den Wolfgang auch. Der kommt immer mal gucken bei mir, bei meiner Vogelzucht. Früher hat er auch was selber gezüchtet. Dann hat er also aber doch wieder alles abgegeben. Ja. Und hat aber immer noch ein paar Vögel zu Hause, die er sich gerne anhört. Die Temperatur zum Züchten bei mir in der Wohnung, die ist zu hoch. Ja, das klappt jetzt nicht so. Nein. Ich heize ja nicht in meinem Zuchtraum und hier ja auch nicht. Auch hier lasse ich die Temperatur ruhig mal, habe ich ja auch keinen Einfluss drauf, wenn draußen kälter wird. Ja. Aber selbst wenn draußen mal Frost ist, es kommt dann auch schon mal vor, dass das Wasser gefriert. Deswegen muss ich aber dann auch diese Katzentränken, diese Wasserspringen, ja, jetzt bald entfernen, dann kommen die normalen Wasserbehälter da dran, weil wenn ich dann irgendwann mal gucke, dann ist das da gefroren, dann geht die Pumpe kaputt. Das soll natürlich nicht sein. Nein. Das werde ich dann, wenn ich dann weiß, es wird kalt, dann werde ich die dann doch wieder auf normale Wassertränken hier umstellen. Prima. Ja, gut, aber der Gesang und so, den hörst du dir zu Hause immer noch gerne an. Sehr gerne. Du hast die Vögel in der Wohnung, du hast noch vorne so einen Flugkäfig da, wo sie auch drin sind. Vier Stück. Wo sie also auch reichlich noch fliegen können. Ja. Also nicht auch nicht immer in solchen Käfigen. Das ist kein Daueraufenthalt für die Vögel. Das wird nur mal gemacht, um die Leistung des Vogels und den Gesang festzustellen. Richtig. Ja, liebe Vogelfreunde und Freunde der Harzer Edelrollerzucht, das soll das wieder heute gewesen sein mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Gebt einen Daumen nach oben und dann sage ich bis zum nächsten Mal. Tschüss, der Wolfgang und der Norbert mit der Harzer Edelrollerzucht. Tschüss. Danke, Norbert. Prima gemacht.